Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute habe ich für euch die Review zu dieser neuen Foundation von L'Oreal, die Nude Magique Cushion Foundation. Ich muss sagen, dass ich sie erst nicht ausprobieren wollte, eben weil ich bis jetzt bei diesen Cushion Foundations eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe die von Lancôme ausprobiert, trocknet die Haut nicht aus, aber betont halt sehr diese trockenen Stellen und auch die von Kiko eigentlich nichts für trockene Haut. Und ihr wisst ja, ich habe sehr trockene Haut. Ich neige dazu sehr viel, ja, dass ich Foundation schnell so in den ganzen Hautschüppchen absetzen und auch generell meine Hautstrukturen. Deshalb brauche ich etwas, was sehr, sehr feuchtigkeitsversorgend ist. Und dann, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war auch eine Abonnentin hier von mir. Die hat mir dann erzählt, Alena, probier die mal, denn die soll auf jeden Fall was für trockene Haut sein. Die soll super, super versorgend sein. Und erst dann habe ich sie mir auch mal richtig angeguckt und es steht wirklich drauf, Dewy Glow Foundation. Und auch die Werbung, die ich dann davon gesehen habe im Fernsehen, sagte auch, versorgt ihre Haut unglaublich mit Feuchtigkeit, schafft einen Glow. Und da muss ich sagen, bin ich doch schon neugierig geworden. Wer mir auf Snapchat folgt, hat auch gesehen, wo ich sie gekauft habe. Ich habe sie nämlich, als ich jetzt nach Kroatien geflogen bin, denn ich war im Urlaub, habe ich sie mir am Flughafen dort geholt. Und habe sie die ersten Mal auch wirklich in Kroatien benutzt, das heißt bei Hitze. Aber meine Haut war auch sehr ausgetrocknet vom Meerwasser. Generell auch das Wasser zum Duschen da ist sehr kalkhaltig und sehr chlorhaltig. Und also einfach nicht schön. Also meine Haut war wirklich sehr, sehr trocken. Und ich habe die so zweimal probiert und ich war von Anfang an hin und weg. Also diese Foundation hier hat, wenn man sie öffnet, erstmal ganz toll einen Spiegel drin und so ein Wattepad. Ich habe erst gedacht, oh Gott, ja, eine Drogerie-Foundation, so ein Wattepad, kannst du gleich wegschmeißen. Aber ich muss sagen, es fühlt sich unglaublich weich an, wenn man so ein bisschen mit den Fingern so drüber streicht. Erinnert es von der Struktur her sehr an den Beauty Blender. Und deswegen habe ich diesem Pad hier eine Chance gegeben und fände das eigentlich auch recht gut. Genau, und dieses Ding hier liegt hier in dieser Schale und die kann man öffnen und dann öffnet sich hier so dieses Cushion, also dieses Kissen. Jetzt kann man natürlich mit dem Pad da reingehen oder aber auch, und für mich hat sich mittlerweile für die Foundation der Pinsel hier am besten herausgestellt, das ist von BH Cosmetics, der 123, und auch damit, der passt hier, müsst ihr gucken, perfekt rein. So, ein bisschen was zur Deckkraft. Ich muss sagen, sie ist am Anfang super, super leicht. Erinnert mich, auch deswegen mag ich sie so gerne, an meine absolute Lieblingsfoundation, und zwar die Face & Body Foundation von MAC. Und man hat, finde ich, auch gleich, wenn man damit auf die Haut geht, so dieses, oh, wie eine Feuchtigkeitscreme. Die Haut saugt sich voll und es ist, finde ich, sehr, sehr schön, gleich vom ersten Auftrag. Die Leute, die eine sehr, 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 sehr hohe Deckkraft erwarten, die sind hiermit definitiv nicht glücklich oder werden hiermit nicht glücklich. Man kann sie auf jeden Fall aufbauen. Es wird aber keine super deckende Foundation. Also das kriegt man nicht hin. Man kriegt leichte Rötungen weg und leichte Unebenheiten. Aber ich glaube, wenn man doll gerade mit Pickeln oder super Unreinheiten oder sehr, sehr starken Rötungen zu tun hat, glaube ich, ist die hier nichts. Und ich weiß auch nicht, ob es für fettige Haut unglaublich was ist oder ölige Haut. Aber ich muss sagen, gerade für trockene Haut und auch für super, super trockene Haut bin ich so, so begeistert. Und wenn ihr wirklich mal was sucht, wofür ihr nicht so viel Geld ausgeben müsst, obwohl diese hier auch schon 15 Euro kostet, knapp 15 Euro, ist das hier eine super, super Option, wenn ihr super trockene Haut habt. Ich finde die so toll. Ich habe jetzt keine Foundation drauf und ich werde es jetzt mit euch zusammen auftragen und über einen Tag einwirken lassen und mich dann abends auch nochmal melden. Also tragen wir sie erstmal auf. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal auf der einen Seite einen Primer auftragen, auf der anderen nicht. Ich benutze von Kiko den Blooming Glow Face Primer. Auf der Seite hier trage ich jetzt den Primer mit einem Glow drauf. Und der hier versorgt die Haut auch nochmal schön mit Feuchtigkeit. Einfach nur, damit ich jetzt im Laufe des Tages sehen kann, ob die Seite mit der Foundation eventuell ein bisschen mehr austrocknet, ob man doch einen Primer braucht oder ob die Foundation alleine sogar komplett ausreicht als ja, Feuchtigkeitsspender. Ich benutze jetzt das Schwämmchen eben, weil ich euch zeigen möchte, dass es echt sich nicht verstecken muss. Es, wie gesagt, ist super, super ja, soft und smooth, so wirklich von der Oberfläche ein bisschen her wie der Beauty Blender. Und zwar tupfe ich das jetzt einfach nur rein und ihr könnt es auch hören. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Und jetzt habe ich hier Foundation dran und ich gehe als erstes auf der Seite hier entlang. Ich tupfe das erst ein bisschen ein, damit es auch schon in die Poren kommt. Und ich finde, man kann jetzt schon dieses unglaublich tolle, ebenmäßige, schöne Finish sehen. Auch wenn es keine super hohe Deckkraft hat, ist es trotzdem schön ebenmäßig. Ja. Und wie ihr sehen könnt, baut sich das, wenn man jetzt immer wieder drüber geht,
baut sich das doch schon schön auf. Ich meine, guckt euch die Seite an und die. Also ich finde das Ergebnis hier schon super, super schön und ebenmäßig. So, soweit habe ich das jetzt alles aufgetragen. Und ich muss sagen, auch gerade jetzt, wo ich hier den Spiegel direkt vor mir habe und ganz, ganz nah rangucke, ist das ein so, so wunderschönes Ergebnis. Ich bin so begeistert. Die hinterlässt so ein tolles Hautfinish. Wie gesagt, sie erinnert mich sehr, sehr an die Face and Body Foundation von MAC. Also für mich auf jeden Fall ein absoluter Typ-Alarm. Also jetzt gerade habe ich nochmal so doll drauf geachtet, wie sich das einarbeiten lässt, wie sich es auftragen lässt, wie es sich mit der Haut verbindet. So extrem habe ich noch nicht vorher darauf geachtet, als ich die. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal benutzt und auch da war ich jedes Mal, bei jedem Auftrag war ich so begeistert. Und jetzt habe ich gerade nochmal richtig nah rangeguckt. Ich bin super nah rangegangen. Ich habe alles genau beobachtet und ich bin jetzt noch mehr begeistert, muss ich sagen. Also die Foundation haut mich wirklich, wirklich um. Da hat L'Oreal einen tollen Job gemacht. Ich bin sehr begeistert. Was ich jetzt nur noch gleich mache, ist für mich einfach nur noch ein ganz bisschen Contour, ganz bisschen Blush und ein bisschen Highlighter. Und dann verbringe ich einfach mal den ganzen Tag mit diesem Make-up auf der Haut. Es ist jetzt 12 Uhr, knapp 12 Uhr. Also sehen wir uns so, weiß ich nicht, in 6 Stunden wieder und dann gucken wir mal, wie die Foundation sich entwickelt hat und ob sie noch hält und ob die Haut immer noch so toll versorgt ist und wie sie aussieht. Also bis später. So, ich bin wieder da und es ist jetzt 7:45 schon, also ziemlich lange Zeit. Fast 8 Stunden habe ich jetzt mit dieser Foundation auf der Haut verbracht. Ich hole auch jetzt mal den Spiegel hier ran, dass ich hier ganz nah rangucken kann. Und ich muss sagen, also das ganze Ergebnis sieht immer noch sehr, sehr ebenmäßig aus. Es sieht alles noch sehr, sehr schön aus. Also ist auch nichts verrutscht, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich habe es auch nicht mit dem Puder gesettet und auch nicht mit dem Setting Spray. Bin ich auch nicht drüber gegangen. Also es ist quasi so, ich habe jetzt nur ein bisschen konturiert, ein bisschen Blush, ein bisschen Highlighter. Aber generell im Ganzen ist es da geblieben, wo es sein muss. Und ich finde aber trotzdem, dass auf der Seite, wo ich den Primer aufgetragen habe, dass die Haut immer noch ein bisschen weicher ist und hier schon ganz Ticken trockener. Aber nichts zu sehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man sieht keine trockenen Stellen. Es fühlt sich, wenn ich so an, das anfasse, leicht trockener an als die Seite hier. Das ist aber einfach der Primer. Aber man sieht nichts. Also in meinen typischen ganzen trockenen Stellen und Hautschüppchen, die ich immer habe, setzt sich nichts ab. Das heißt, es hat die Haut den ganzen Tag wirklich versorgt und das ist super. Und von diesem ganzen Finish und Ergebnis bin ich sowieso begeistert. Also und es ist immer noch da und ich bin wirklich, es sieht so schön natürlich aus und trotzdem hat es den ganzen Teint, finde ich, ebenmäßig gemacht und auch für mich gut gedeckt. Also es ist natürlich keine Mega-Deckkraft, aber für mich perfekt. Also mein Resümee für diese Foundation, einfach nur top, eine fette, fette Empfehlung von mir. Ich bin so begeistert, weil es endlich auch mal so eine tolle Alltags-Foundation ist, die auf meinen Hauttyp so gut passt und gemacht ist. Also Leute, probiert es aus. Ich weiß, sie ist nicht die günstigste, also mit 15 Euro oder knapp 15 Euro, ist sie schon relativ teuer. Also nicht mehr so super Drogerie, aber ich finde, sie ist es alle mal wert. Das war soweit meine Review zu dieser Foundation. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!